Ja, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zur Rocket League Season 3. So, ich bin ein bisschen on Tour gewesen gerade. Jetzt mache ich schnell eine Folge für euch, wieder schnell. Zwischendurch oder vielleicht zwei und mal gucken. Spielen. Was war das? NFL, jetzt gibt es einen Rugbyball oder wie? Das probieren wir. Zwangslos? Befristeter Modus. Kriterion. Ja, wie spricht das richtig aus? So, das probieren wir natürlich aus. Hauen wir rein. Das wird geil. Rugby. Wieder ein neuer Modus. Und weil ein Kumpel gesagt hat, mit dem, wo ich heute ein bisschen unterwegs war, hat er gemeint, wäre nicht schlecht mit der Cam, wenn ich das machen würde. Jetzt mache ich schnell mit der Cam, dass er selber sieht, dass ich auch mit Cam welche gemacht habe. Ich habe ja viele Videos mit Cam auch gemacht, also. Da ist sie. So. Also Chris. Christopher. So, ich bin da. Rugby spielen wir heute, gell? Chris, auf geht's. Schalte die Playstation ein und zocken wir gleich. Mal schauen, wie der hinhaut. Oh, der Jens ist da. Zerstörung, jawohl. Ey, er drückt den Ball da. Ist es mit Dingern, ne? Den hauen wir ihm gleich runter. Ah, ich hab ihn. Im Aus. Ah, okay, dann muss man ins, darf man nicht ins Aus fahren. Aber, ach so, ich bin im orangen Team. 7 zu 0 schon. Was ist denn das? Das ist wieder was Neues. Wann geht das bei 7-0 schon los? Bei mir immer. Ich komme mitten im Spiel immer rein. Und wie hoch geht das? 4 Minuten? Stimmt das? Und was da für Felder sind? Das sind ja noch mehr Turbo. Robin? Ja. Ah, jetzt hat er den anderen wieder. Okay, man hat den oben dann am Dach. Sehr schön. Ich hole mir schnell einen Turbo. Wow, das ist auch interessant. Muss ich sagen. Und den holen wir uns schnell. Und Turbo, Turbo. Neues Spiel, neues Glück. Was? 14? Ach so, okay, okay. Wenn man Tor drückt, gibt es 7 Punkte. Ah, okay, okay. Geil, oder? Geil. Hau rein. Chris, schalte Playstation ein. Und zockt mal wieder einen Anti. Boah, haben. Nö, ich hab ihn nicht. So, geil. Geil, Rugby. Hau noch rein. Jetzt hat noch der Gegner wieder. Turbo, Turbo. Jawohl, sehr gut. Du, das ist das eigene Tor. Nee, das war der andere. Oh, das ist wieder ein knappes Spiel. Also habe ich nicht mittendrin angefangen, sondern das geht 7 Punkte weiß hoch. Ich kenne mich nicht so aus im Rugby. Wo kommt der? Der kommt da hergeflogen. Und er kriegt ihn einfach. Was ist er? Ach nee. Gut, Rettung, sehr gut. So, schauen wir mal. 21 zu 7. Geil, oder? Rugby. Was kommt noch als nächstes? Baseball. Was ein Baseballschläger an der Türklinke dran. Mit der Dreieckstaste kannst du dann drehen. Vertuschen. So. Ah, ich hab ihn nicht gekriegt. Sehr gut. Okay. Ah, ich hab ihn wieder nicht gekriegt. Ich bin ja so schlecht. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Aber jetzt haben wir ihn eh. Sehr gut. Oh, der hat er verloren. Der ist ja in Ausgewinn, oder? Über die Ding. Hey, der wollte mich. Jetzt haben die wieder. Ich muss noch drehen, ich muss noch drehen. Ach, der tut mir runter. Weil ich mit meinen scheiß Drehungen. Aber Vorlage haben wir gegeben. Der Jens hat an mir abgeknüpft. Und tut den drehen. 28 zu 7. So, schauen wir mal. Freunde. Happy Melody. So, ich muss einen anderen Radiosender einstellen. So. Jetzt hat er der Blaue, Moment.
Ach, wer schubsen mich da? Schubsen ist nicht erlaubt im Rugby oder Baseball. So, oh, Leute. Ah, den kann er schießen auch noch. Wie hat denn den da reingeschossen? Wie hat denn den geschossen? Wie kann man den schießen? Das ist eh der Gegner. Nein, das ist der unser. Da kennen wir sie oft nicht aus, weil der Name, das Namensschild so verdeckt ist. Er verliert den Ball, wir holen uns. Nee, doch nicht. So. Oh, gerade noch. Ich dachte, hätten er noch gerettet, aber den hätte er retten können, wenn er noch rausgefahren wäre, aber in der Luft ist halt eben schlecht. Hätte er die Drehung machen müssen. Die wo ihn zwar auch nicht beherrscht, aber 31 zu 7. Sehr schön. Adem hat die Verbindung verloren, wie gerade sehe ich. Oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe meinen eigenen Mann gerammt. Gerammt. Wow, was ist denn das? Ist das 4 gegen 4 oder 10 gegen 10? Oder da sind so viele. 1, 2, 3, 4. Das ist 4 gegen 4. Und da ist er. Ich muss mich konzentrieren. Drehung, sehr gut. Boah, da geht's zu. Das ist ja brutal. Ich kann mich gar nicht. So machen wir das. Das ist einfach. Weißt du schon. Ich bin zwar kein Profi, aber das sind meine Bälle, wenn die so vom. Im Rückwärts. Jetzt geht er zu innen rüber. Aha. Und sobald. Ja, die räumen mich da selber weg, du. Den nehmen wir. Dann holen wir uns. Gehen wir rein. Und Turbo. Und das. Jawohl. Drei Tore schon. Haben wir schon 21 Punkte gemacht. Wahnsinn. Wahnsinn! Der Franz ist auch dabei, der Franz. Ja, der Franz. Hey, nicht schubsen! Wow! Oh, da scheppert es. Der Franz, gib mir den Ball, weil du kannst nicht umgehen damit. Wow! Die Explosion! Ah, ich glaube, den hätte ich. Den hätte ich. Der geht rein. Aber Sieg. Zu 4, 4 gegen 4. 3 Tore, 3 Torschütze. Ausnahmetalent. Ausnahmetalent. Geile Punktezahl kriegen wir. Und erster Platz sind wir auch. 400. Ja, geil. So, aber ich wollte eigentlich ganz was anderes machen. Das haben wir gesehen. Und dann machen wir noch 1 gegen 1, oder? Weil das geht ja noch länger. Ich wollte noch ein 1 gegen 1. Da stellen wir uns wieder wie die Doofen. Also mal aufspielen. Silber. Vielleicht kann ich mich heute besser konzentrieren. Oder es sind Profis gegen mich. Weil ich bin ein totaler Anfänger. Kenn mich da nicht aus, weißt du? Also, probieren wir es einfach. Stürmisch ist. Oh, mir kommt es also vor. Darum habe ich die Jacke, die Wanderweste anlassen. Weil heute ist ein bisschen zu frisch. So, der Wettkampf. Ja, ihr springt auch daneben. Ich dachte, ihr hättet ihn. Und ich mach den Scheiß noch mit da. So, blockieren erst einmal. Und schauen wir, was er da draußen macht. Er holt sich den Turbo. Da tun wir ganz locker rein, tun wir den. Verstehst du? Ist er drin? Nein! Doch! Also, müssen wir uns wieder zusammenreißen, weißt du? Gegen den müssen wir gewinnen. Außer er macht nur so. Der ist drin, jawohl. Also, kein Eigentor. Irgendwie ist das ein bisschen laut heute von mir. Was macht denn er für seine Rollen, du? Das soll ich erstmal ja so vernünftig spielen können. Raus damit. Einfach locker bleiben, weißt du? Die Hektiker immer. Oh, der wird gut. Ja, nützt nichts. Das ist ein Hektiker. Hektiker. Du musst ein bisschen ruhiger werden, Junge. Aha, jetzt macht er es so. Okay.
Moment. So. Vitali, oder wie? Vitali Hinchu. Hinchu. So. Also, Vitali Hinchu gegen Extreme Studio. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, dass wir das Spiel gewinnen. Oh, flach. Er spielt flach durch. Ah, super. Jetzt haben wir es. Ist ja doch ein Profi, oder? Kennt man am Auto schon, oder? Das gibt's ja nicht. Der hat auch wieder so ein Fahrzeug, den, wo man ihn nicht leisen kann. Ebenfalls. Und der braucht man nur rein tun. Oh, ich krieg ihn nicht rein. Arsch auf. Mhm. Schnell nach draußen. Tür holen, alles und Drehung. Und nach vorne. Weil die müssen wir nach vorne bringen. Und nach drinnen. Und dann hoffe ich, dass er reinkommt. In die perfekte Position. Und dann müssen wir ihn rein machen. Nein, jetzt kommt er wieder dran. Das ist er. Also das glaube ich ist ein Profi. Der spielt nur. Der hat nur das erste Tor ein bisschen so ausgetrickst mir lassen. Weißt du? Mhm. Kennt man schon, der kommt. Schau hier, das ist ein Profi. Das kennt man einfach am Spielen. Am Anfang hat er sich nur so gestellt. Und der da fliegt in die Bälle, also. Meister, Meister ist er, der Meister. Der Meister jeder. Und jetzt haben wir ihn ausgeschmiert, eh? Jetzt hat er geschaut, du. Schau, wie der die Bälle macht. Also ist er Profi. Da brauche ich gar nicht weitermachen. Ah, der müsste wieder zwei Klassen höher spielen. Und nicht in dieser Klasse, Freunde. Was haben wir immer für Vollprofis dabei? Geht's mir mal an Anfänger mit. Anfänger gegen Anfänger. Genau, mach's Eigentor. Sieh wieder ein Red, das macht kein Anfänger so. Ich ramme jetzt, ich zerstöre ihn. Ich mach voll auf Zerstörung jetzt. Schön. Das nützt nichts mehr, weil ich jetzt. Was ist das? Meine Güte. Meine Güte, was ich für Profis immer dabei habe. Hätte doch ein bisschen später erst einloggen sollen. Vielleicht werde ich dann hier einen anderen. Das ist Wahnsinn. So, dann müssen wir auch noch die Tricks anwenden. Der kommt dann jeden Ball. Am Anfang hat er sich nur so gestellt. Siehst du das, wie der da drankommt? Weg damit. Ich komme jetzt mit einem Tor. Zerstörung. Und jetzt machen wir das Tor. Komm her. Komm zurück, zurück. Komm her, das machen wir jetzt ganz locker. Nein! Wie ein Profi. Also wenn der Profi so locker sich ausspielen lässt, weißt du? Da würde ich mir schon Gedanken machen, als wenn ich der Profi wäre. So. Dass man so ein lächerliches Tor kriegt. Schiebe die an die Bälle kommen. Die kommen hier gar nicht dran. Zerstörung. Und dann so. Den schubst sie jetzt einfach. Der kommt nichts mehr. Ja, und jeden Turbo holt er sich. Also ist er Profi. So, jetzt. Ganz locker macht man jetzt rein. Aber hier kommt dann jeden scheiß Ball dran.
Oh, ich hätte springen sollen. Ich hätte springen sollen. Und jetzt macht das. Zerstörung, geh weg da, weil ich mich überrestiert. Die Zeit läuft davon. Merkst du das du nicht? Spring wieder daneben. Ist ja logisch, wie immer. Ich hab das, den Ball noch nicht drin, so richtig. Jetzt holt er sich einen Turbo und möchte seinen Zaubertrick machen. Meine Güte. Der Harry Potter. Schau hier. Oh, jetzt, ich verfehle die Bälle immer. Das ist der Wahnsinn, oder? Wie ich die Bälle verfehle, ist ja nicht normal. Aber wenigstens trifft er nicht. Mit seinen. Oh, jetzt zum und rein. Der geht noch rein. Nein. Ja, gut. Da brauchst du nicht freuen, weil gegen einen Anfänger traut sich ja jeder, oder? So. So, Freunde. Beliebige Taste. Und wir kriegen einen seltenen Aufkleber. Wie wunderbar. Wie wunderbar, was ich für einen super Aufkleber krieg. Wahnsinn. Mit einem Blitzstreifen drin. Gut, das war's wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Also, bis dahin, wer noch nicht abonniert hat, abonnieren, Glocke betätigen, um keine Folge mehr zu versäumen. Und natürlich Kommentare und Daumen nach oben. Also, bis dahin, ciao aus dem XM-Studio, euer Robin. Tschüss. Schalt endlich aus.